Ja, es ist an mir anzufangen mit der Laudatio auf den ersten Preisträger. Er ist 1999 in die Normung von Industriesteckverbindern eingetreten, um dann ein Jahr später, im Jahr 2000, den Vorsitz in dem entsprechenden UK der DKE zu übernehmen. Wenig später hat er mit seinem Fachwissen als Experte für die Industriesteckverbinder zuerst bei Cenelec und dann auch bei der IEC die Normung vorangebracht. Er ist Gründungsmitglied des Lenkungskreises E-Mobility, jetzt schimmert es wahrscheinlich schon ein bisschen durch, und seit 2009 national und international in der Normung zur Elektromobilität aktiv. Mit seinem profunden Hintergrundwissen über die Zusammenhänge der elektrotechnischen Normungsarbeit und seinem herzlichen sauerländischen Art hat er entscheidend dazu beigetragen, Struktur in die Normen zur Elektromobilität zu bringen. Die Ehrung der DKE-Nadel 2016 geht an Herrn Winfried Tröster von der Firma Mennekes Elektrotechnik GmbH und Co. KG. Herr Tröster. Das ist ungefährlich, so drehen Sie sich ruhig um. Das haben Sie sich verdient. Für uns haben? Ja. Herr Tröster, nehmen Sie das Mikrofon, wir nehmen Sie mal kurz in die Mitte. Vielleicht ganz kurz zwei, drei Fragen zu Ihrem Hintergrund. Stecker kennt jedes Kind, für viele ist da eigentlich nichts Weltbewegendes dran. Sie haben sich noch eins oben drauf gesetzt und haben gesagt, doch, Stecker, da muss man eine Menge für tun, da muss man was in der Normung für tun. Was ist, und das ist eine Frage, die mich natürlich auch bewegt, so ganz ohne Stecker sind wir ja auch nicht bei uns im Haus. Was ist das Spannende an Steckern und Normung? Ja, insbesondere kann ich da jetzt zurückblicken auf die Einführung dieses Steckers für die Elektromobilität. Und dort gab es mal ganz andere Aufgabenstellungen. Der klassische Stecker wird irgendwo in eine Steckdose eingesteckt. Dort gibt es eine ganz klar definierte Energieflussrichtung aus der Wand in das Gerät. Im Bereich der Elektromobilität war schon von Anfang an auch die Möglichkeit vorgesehen, dass man auch wieder vom Fahrzeug aus zurückkommen muss. Ja. Das sind dann ganz andere Anforderungen an, an den Aufbau der Geräte. Des Weiteren, wir sind in einer sehr rauen Umgebung. Die ist noch mal rauer als die eigentliche Industriesteckvorrichtungsumgebung. Auch das muss man bei dem mechanischen Aufbau dann mit beachten. Das sind so Sachen, so Herausforderungen, die man da treffen muss. Und natürlich viele deutlich unterschiedliche Parteien irgendwie unter einen Hut bringen. Die Automobile haben ganz andere Ziele als die Energieversorger. Die Steckvorrichtungshersteller müssen irgendwo beide Welten befriedigen. Das Ganze soll aus der eigenen Sicht sicher sein. Und natürlich will man dieser Sache auch den eigenen Stempel noch mit aufprägen. Ja, danke schön. Ist doch eine Menge dran an so einem Stecker, ne? Wenn, das ist so eine andere Frage, die uns ja auch immer wieder bewegt, wenn Sie jetzt gefragt werden von Familie, von Freunden, von Kollegen, Verwandten. Mensch, was machst du eigentlich so in der Normung? Was macht Normung so aus? Wie würden Sie das beantworten? Ja, das Erste, was ich da immer sage, ja, ich fahre nach Frankfurt, habe da einen schönen Tag, mittags gibt es einen Imbiss und nachmittags komme ich wieder zurück. Ja, nein, das ist meine Ausrede auch immer. Ja. Nein, es sind da Sachen, die muss man denen dann erstmal so beibringen. Es geht teilweise ja da um Punkt und Komma. Mhm. Wir haben jetzt auf einer der letzten Sitzungen, um einfach nur ein Beispiel zu nennen, haben wir uns darüber gestritten, ob in einer Formulierung, ob dort Oberfläche steht oder Beschichtung. Jede Beschichtung ist eine Oberfläche, aber nicht jede Oberfläche ist zwingend beschichtet. Und da haben wir uns dann erstmal trefflich gestritten. Also es gibt dort Diskussionen, die irgendwo in Richtung Punkt und Komma gehen. Und was auch immer interessant ist, ist dann hinterher, wenn es denn aus dem Englischen wieder zurück ins Deutsche geht. Auf den ersten Blick ist die Übersetzung wunderbar. Nach einem halben Jahr stellt man fest, ja, die Übersetzung ist richtig. Sie sagt aber nicht das aus, was das englische Original aussagte. Das sind dann auch immer
so diese Sachen. Und das sind dann die Dinge, um die man sich dort streitet. Und das versuche ich dann auch irgendwo den Freunden und Bekannten entsprechend rüberzubringen. Aber die sind meistens bei der ersten Aussage, reicht denen. Nach Frankfurt fahren, Kaffee trinken, mittags ein Imbiss, schöner Tag. Passt. Dankeschön. Herr Tröster, wir freuen uns immer, wenn Sie nach Frankfurt kommen. Ja. Jetzt haben Sie eine lange Erfahrung in der Normungsarbeit, jetzt E-Mobility, dieser schöne Stecker. Was haben Sie für Tipps an unsere Normungsexperten, vielleicht speziell auch für unsere Young Professionals, Next Generation, Digital Natives oder wie man sie alle nennen will? Also was mir mittlerweile aufgefallen ist, und das habe ich auch erst im Laufe der Zeit lernen müssen, man muss immer hinterfragen, was wollte der, der eine Norm ursprünglich geschrieben hat, an dieser einen Stelle bewirken. Wenn dort steht, du musst dort irgendein Maß auf 5 cm haben, dann meinte der nicht unbedingt, du musst 5 cm haben, sondern wenn du dort 5 cm hast, dann erfüllst du dieses oder jenes. Das ist etwas, das ist eben schon mal in dem Vortrag, der hier lief, zu der 62368, lief hier in dem Raum, gefallen, was teilweise in den Normen fehlt, ist das Hintergrundwissen, warum etwas reingeschrieben wurde. Dass da hinterher 5 cm steht, wunderschön. Aber warum steht da 5 cm? Was wollte der Normer damit bezwecken? Ganz wesentliches Ding und muss ich leider gestehen, kommt zu kurz. Bei der Industriesteckvorrichtung, dort ist die Normung ja auch durchaus 30, 40 Jahre alt. Da hat man den Effekt, dass aus der ersten Generation, die erste Norm geschrieben haben, ist keiner mehr aktiv. Die kann man nicht mehr fragen. Dort steht dann irgendein Maß, irgendeine Angabe und keiner kann zurückverfolgen, warum steht sie dort. Dann werden die Normen ja noch länger. Nee, nicht zwingend. Das muss ja nicht in dem abgedruckten Teil sein. Das ist ja okay. Etwas für die zweite Ebene. Das ist dann die datenbankorientierte Normung. Genau. In der man das dann im Datenbankelement für immer verewigt. Ist ja in der Arbeit, dass man ja auf elektronischer oder stärker elektronisch basiert normt. Und da kann man so etwas direkt mit bedenken. Ja, sehr schön. Okay. Ja, ganz herzlichen Dank. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu der Ehrennadel. Ich danke. Herr Tröster. Ja, Glückwunsch zur Ehrennadel. Und bleiben Sie noch einen Moment bitte hier fürs Foto gleich. So, derjenige, der jetzt dran ist, ist schon seit 20 Jahren, seit 1996 in der DKE tätig. Das sagt unsere Datenbank. Ich hoffe, dass die richtig ist. Und ich wollte eigentlich alles vorlesen, was er gemacht hat, aber wir sind dann beim Ausdruck auf rund 4 Seiten gekommen. Die lese ich jetzt alle vor. Ja, das mache ich nicht. Sie sind angefangen, der ist angefangen in der Normungsarbeit im Komitee für Isoliersysteme, dann für Isolationskoordination und seit mehr als 15 Jahren ist er jetzt national und international täglich in der Errichtung von Niederspannungsanlagen und seit 10 Jahren auch für so kleine Schalter, die jeder bei sich zu Hause hat. Der Fehlerstromschutzschalter sollte in jedem Haus da sein und hier vertritt er die DKE auf der internationalen Ebene. Und er ist seit 2007 der Chairman des IEC Technical Committees 23, elektrisches Installationsmaterial. Er hat mit seinem fundierten Wissen dafür Sorge getragen, dass die Anwendung der elektrischen Energie zu Hause durch die Elektroinstallation im Gebäude sicher ist und die Anzahl der Toten, die durch elektrischen Schlag zustande kommen, hat in den letzten Jahren sehr stark abgenommen. Und wer kann es anders sein als unser Herr Klaus-Dieter Zibel von der Siemens AG?
Man hat mir gesagt, die Fragen sind mit Ihnen abgestimmt. Deswegen traue ich mich auch, diese Fragen zu stellen. Die etwas knifflige Frage ist, Fehlerstromschutzschalter, elektronisch, nicht elektronisch. Ja. Wie sehen Sie das? Fast erwartet, dass die Frage kommt, natürlich. Ich habe was in der Tasche. Ich würde es mal zeigen. Ich bin sieht aber elektronisch aus. 1986 in einen Betrieb eingetreten und habe als allererstes einen elektronischen Fehlerstromschutzschalter entwickelt. Mhm. Mit dieser Elektronik dort. Und all diese Patent drauf? Nö, da habe ich kein Patent drauf. Das ist schon lange abgelaufen. Ach so. Aufgegeben. Aus der Erfahrung, wir haben da also eine ganze Zeit Geräte entwickelt. Das ist natürlich jetzt nicht SMD-Technik oder integrierte Technik. Aber alles, was da drauf ist, wird heutzutage auch benötigt, um die EMV-Störungen abzufangen, die Spannungsschwankungen abzufangen und den Fehlerstrom einzustellen. Damals haben wir gesagt, wir brauchen so ein Gerät für 10 mA, weil wir es mit der herkömmlichen Technik mit Relais und Wandlern nicht hinbekommen. Ja. Da war also bei 30 mA schon sehr schwierig, mit den Windungen auf dem Wandler was zu machen. Sehr technisch jetzt, wenn ich das so sage. Und hier haben wir eine Windung gehabt und haben hier dran gearbeitet. Ist natürlich auch ein Wandler drin, wenn das einer sehen möchte. Und haben gemerkt, das ist nicht so richtig der Weg. Daraus ist dann entstanden, dass wir eine spannungsunabhängige Technik entwickelt haben. Und die hat sich jetzt im Moment durchgesetzt. So ist natürlich jeder in der Lage. Ich könnte das heute noch löten. Ja, schaffe ich auch noch. Sehr gut. Das ist jetzt natürlich. Wie sind Sie dazu gekommen, von der Isolationskoordination in dieses kleine Zeugs, was man jetzt in jedem Haushalt hat? Das habe ich schon immer gemacht. Ich bin in dem Betrieb in Heidelberg eingestellt worden für die Entwicklung von Fehlerstromschutzeinrichtungen. Das ist seit 1986 mein Brot. Und mit der ersten Normungserfahrung in den Isolationskoordinationsthemen war ich als Nachfolger für jemanden, der schon in Pension gehen sollte, vorgesehen. Und da bin ich dann so reingerutscht, wie es halt so geht. Wie das schon mal passiert bei der Arbeitswelt, ne? Ja, aber das kommt ja daher, dass einem das Spaß macht. Okay. Das ist ja nicht nur mal so. Genau. Jo. Herr Zibel, wie sieht es denn mit der Gleichspannung aus? Das Thema wird ja immer aktueller. Wie sind wir da in Deutschland mit den Normungsaktivitäten aufgestellt? Also die Frage war jetzt nicht so abgesprochen. aber bei Gleichstrom bin ich natürlich, kleine Geschichte, 2008 bin ich zu meinem damaligen Chef gegangen und habe gefragt, ob wir dieses Thema weiter bearbeiten, die Vorteile, und ich sehe da Möglichkeiten drin. Und er hat gesagt, ja, mach weiter. Und ich bin auch da seitdem davon überzeugt, dass diese Möglichkeit, mit Gleichstrom etwas zu machen, auch in der Installation, für die Zukunft was wirklich Vorteilhaftes bieten kann. Natürlich soll es nicht alle unsere Themen ändern. Also mein kleines DC-Netz zu Hause, ich habe eins, lädt meine Smartphones und Tablets. Das mache ich jetzt schon mit einem kleinen DC-Netz. Ist begrenzt, aber das geht. Und sowas hatte ich mir eigentlich gedacht, könnte in Zukunft wirklich für alle Installationen eine Möglichkeit sein. Und man sieht ja, dass die Interessen von Indien, von Afrika und Südamerika in Richtung DC gehen. Und wenn man guckt, wie wir mit Photovoltaik und Batteriespeichern und so weiter im Moment einen Schritt machen, hat sich das Thema wirklich entwickelt. Ja. Nochmal recht herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich sehe gerade das Bild. Ich nehme an, das VDE-Zeigen ist auf der Rückseite. Ne? Das haben wir immer seitlich drauf. Okay, ohne VDE verkaufen wir doch gar nichts. Ja, seitlich. Okay. Kommen wir nochmal. Wir machen noch ein gemeinsames Foto. Wir machen noch ein Gruppenfoto. Yeah.
Applaus für die alles Gute. Meisterin. Dankeschön. Danke, ja.